Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 140 – Sadistische Vorlieben. Am Lehrertisch sitzend bemerkte Harry gar nicht, dass er Severus anstarrte, weil er von seiner momentanen Wahrnehmung den bunten Farben der Kinder und dem spürbar freudlosen Grau seines Kollegen einfach viel zu eingenommen war. Erst Severus' Worte rissen ihn aus seiner Observation, als dieser langsam auf den Lehrertisch zukam und leise, aber mit gehässigem Tonfall in der Stimme und einem maliziösem Grinsen auf den Lippen sagte: Lupin, welch eine Freude, Sie hier zu sehen. Gemütlich beim Frühstück und dann auch auf meinem Platz. Die Unterhaltung der drei verfolgte Harry nicht aufmerksam, denn er blickte niedergeschlagen auf den trüben, reizlosen Vorhang grauer Magie, von dem Severus umgeben war. Nur am Rande bemerkte er, dass Remus von ihm wegrutschte und mit einem Male einen Stuhl zwischen ihm und seinem Freund an den Tisch schwebte. Doch weder Hermine oder Remus noch Severus hatten ihren Zauberstab gezogen. Neugierig drehte sich Harry um und erblickte das gütige Lächeln und die freundlich funkelnden Augen von Albus, der für Severus einen leeren Stuhl per Levitation herbeigerufen hatte. In dem Moment, als Harry den Direktor betrachtete, verspürte er das schon immer dagewesene Gefühl von Verbundenheit noch viel stärker als jemals zuvor. Ein Gefühl von Verwandtschaft, von Seelenverwandtschaft. Albus war ganz und gar in Gold gehüllt, wie auch er selbst. Harry lächelte seinen Mentor warmherzig zu und der erwiderte die Freundlichkeit. Neben sich hörte er Severus zu jemandem sagen: Warum heute so freundlich? Harry drehte sich um und bemerkte, dass Hermine die Kaffeekanne gerade wegstellte, nachdem sie Severus offensichtlich eine Tasse eingeschenkt hatte, und mit der anderen Hand reichte sie in diesem Moment den Brötchenkorb an ihn weiter, was seinen Kollegen hatte stutzig werden lassen. Im Gegensatz zu anderen Personen bin ich von Natur aus freundlich, Severus. Außerdem ist das heute unser letzter gemeinsamer Tag und den sollten wir ganz ungezwungen vorübergehen lassen, erwiderte Hermine, und es war zu gleichen Teilen Provokation und Bedauern aus ihrem Tonfall herauszuhören. Wie soll ich das bitte verstehen? Fragte Severus verunsichert nach. Remus lehnte sich mit einer Tasse Tee in der Hand und einem nur spärlich unterdrückten Schmunzeln gemütlich zurück, damit Hermine und Severus sich ins Gesicht sehen konnten, während sie miteinander redeten. Wie sie das verstehen sollen? Ich erkläre es ihnen. Die Hälfte des Buches habe ich natürlich nicht geschafft. Und ich werde es bis zum Mittag auch nicht schaffen. Sie waren gestern sehr deutlich gewesen, als sie mir erläutert hatten, was geschehen würde, sollte ich die Aufgabe nicht erledigen. Er wollte wissen, wie viel sie bereits gelesen habe, während er zu seiner Tasse griff. Nur die ersten beiden Kapitel, die nebenbei erwähnt, immerhin etwas über 200 Seiten ausmachen und nicht gerade zur Kategorie leichte Lektüre zählen. Mit regungsloser Miene stellte er sehr nüchtern klar: Dann haben Sie doch die Hälfte des ersten Themas bereits gelesen. Sie schaute ihn sehr eindringlich an, sodass er durch ihren bohrenden Blick und dem fehlenden Kommentar bereits zu ihr hinüberschaute. Er bemerkte, dass sie sich ärgerte und er musste sich daher ein Grinsen verkneifen. Ganz beiläufig klingend klärte er sie auf. Das Buch ist, wie der Titel ja bereits verrät, in drei Themen aufgeteilt. Sie haben die Hälfte des ersten Themas gelesen. Mehr habe ich nicht verlangt. Angriffslustig kniff sie die Augen zusammen. Sie hatte große Mühe,
nach außen hin weiterhin ernst zu wirken, doch innerlich hatte sie gewusst, dass er den Vertrag mit ihr nicht kündigen wollte. Nur hatte sie nicht damit gerechnet, dass er sie jetzt auf den Arm nehmen würde. Sie haben gesagt, und zwar wortgenau, die Hälfte des Buches bis morgen Mittag, nicht die Hälfte des ersten Themas, sagte sie gespielt vorwurfsvoll. An seiner Betonung war zu hören, dass er die Angelegenheit schon lange nicht mehr ernst nahm. Als er sich bei ihr entschuldigte und lapidar sagte, er habe damit gemeint, sie solle die Hälfte des ersten Themas lesen, so dass es sich hier um eine Verwechslung handele. Das Stück Cheddar, welches er sich von der Käseplatte genommen hatte, legte er nicht, wie erwartet, auf sein Brötchen, sondern er nahm es in die Finger und biss ungeniert ab. Während er sich des bohrenden Blickes seiner Schülerin, der auf ihm lastete, durchaus bewusst war, ihn jedoch absichtlich ignorierte. Sie sind gemein, murmelte Hermine in ihr Müsli, nachdem sie sich wieder ihrem Frühstück gewidmet hatte. Ah, es muss ein befriedigendes Erlebnis sein, wenn man so eine Offenbarung erfährt, konterte er gelassen, amüsiert. Severus, sagte Remus schmunzelnd. Wie kommt es, dass du heute so... Wählen Sie Ihre Worte weise, Lupin, fiel ihm Severus ins Wort. Dann hilf mir doch bitte auf die Sprünge. Ich suche ein Synonym für das Wort heiter. Einen Vorschlag? Fragte Remus mit todernster Miene, doch allein die Fältchen um seine Augen herum verrieten, dass er selbst sehr gut gelaunt war. Severus blickte nach vorn zu den Kindern und sagte derweil, wie könnte ich nicht guter Dinge sein, wo doch heute all die lernunwilligen Sprösse, die arroganten Belger und tölpelhaften Nichtsnutze die Schule verlassen und mich vor den Katastrophen, die sie trotz aller Warnungen immer wieder in meinem Klassenraum herbeiführen, für ganze 2 Wochen verschonen. Beim Anblick der Schüler mit ihrer an den Tag gelegten Vorfreude auf das Weihnachtsfest, das sie bei ihren lieben Familien verbringen werden, blüht nicht mein Herz auf, sondern meine Spottlust. Und um nichts in der Welt wollte ich es verpassen, dem einen oder anderen dreisten Naseweiß und respektlosen Lausebengel noch einen verachtenden Blick oder ein paar gut gewählte, hämische Worte mit auf den Weg zu geben. Es freut mich, begann Remus lächelnd, dich heute mal so beschwingt erleben zu dürfen. Severus blickte neben sich und blinzelte mehrmals, denn so eine Reaktion hatte er nicht erwartet. In der Regel würde Minerva jetzt dagegenhalten und seine Worte verteufeln, sich furchtbar darüber aufregen, was für ein kaltherziger Mensch er wäre. Doch er saß nicht neben ihr und er wurde nicht wie erwartet von allen Seiten für seine kleine Rede, die nur halb so ernst gemeint war, wie sie geklungen hatte, in die Mangel genommen. Stattdessen hatte Remus es ihm gleichgetan und ironisch geantwortet, während Hermine sich nicht einmal über das extra für sie erwähnte dreiste Naseweiß aufzuregen schien. Sprachlos blickte Severus zu seiner anderen Seite und erst da merkte er, wie Harry ihn anstarrte. Womöglich schon die ganze Zeit über angeblickt hatte und es war ihm nicht entgangen, dass die grünen Augen hinter der runden Brille voller Kummer waren. Ehemalige Lausebengel und Nichtsnutze sind natürlich ausgenommen, sagte Severus mit einem nur sehr zaghaft angedeuteten Lächeln, welches für Außenstehende schwer als solches zu erkennen war, und erst da begann auch Harrys Trübsinn zu verblassen. Harry hatte weniger auf die Worte geachtet, die Severus an ihn gerichtet hatte. Er war von Severus Magie beeindruckt, denn nachdem sich sein Kollege zwischen Remus und ihn gesetzt hatte, waren bereits leichte Veränderungen auszumachen. Die trostlose Farbe war merklich heller geworden, nachdem Remus und Harrys eigene Magie die Fühler nach dem grauen Tischnachbarn ausgestreckt hatten. Schon während der Unterhaltung mit Hermine war ab und an in der nebligen Masse, die selbst sehr einsiedlerisch wirkte, weil sie nicht mit fädenhaften Tentakeln die Umgebung zu erkunden schien, ein leichtes, silberfarbenes Glitzern zu sehen gewesen. Nach Remus' scherzhafter Bemerkung
hatte Harry beobachten können, dass die Magie zwar immer noch einfarbig und grau gewesen war, aber nun weniger wie ein Schatten wirkte, sondern eher wie eine leichte Wolkendecke am Himmel, die jeden Moment aufreißen könnte. Einen Augenblick später hatte Severus ihm in die Augen gesehen und als sein Kollege die als Scherz versteckte Entschuldigung bezüglich der ehemaligen Lausbengel an ihn gerichtet hatte, da kam es Harry so vor, als würde für einen kurzen Moment ein wenig Sonne durch die Wolken hindurchscheinen. Dieser Augenblick ließ Hoffnung in Harry aufkommen, seinem Kollegen eines Tages zu seiner wahren Magie verhelfen zu können. Am Tisch der Slytherins war nicht weniger Trubel als an den anderen Tischen, doch Draco ließ sich nicht stören. Mit einer Hand frühstückte er und mit der anderen zeichnete er per Zauberstab etwas auf ein Pergament, das er manchmal kritisch betrachtete, bevor er es umänderte. Manchmal blickte er zum Lehrertisch hinüber, weil der Anblick von seinem Patenonkel neben dem ehemaligen Lehrer für Verteidigung ein seltener war. Er wusste, dass Severus Lupin nicht ausstehen konnte, und doch saßen sie hier vor aller Augen zusammen und schienen sich auch noch über etwas zu amüsieren. »Bleibst du auch über die Ferien hier?« hörte Draco eine Stimme fragen. Er blickte auf und erkannte seinen Klassenkameraden Gordian. »Ja, ich bleib auch hier, aber ich werde wegen der Hochzeitsvorbereitung oft außer Haus sein. Warum?« fragte Draco zurück. »Ach, nur so, es bleiben ja nicht viele in Hogwarts.« Gordian setzte sich neben Draco, um mit dem Frühstück zu beginnen. Ein wenig irritiert über den jungen Mitschüler, fragte Draco. »Wolltest du nicht über Weihnachten zu deinen Eltern?« »Schon, aber ich hab's mir anders überlegt.« Verträumt blickte Gordian zum Tisch der Hufflepuffs hinüber, an welchem Meredith saß. Dem Blick folgend fand Draco den Grund für Gordians Entschluss, nicht nach Hause zu fahren, sodass er schmunzelnd sagte. »Hufflepuff ist eine gute Wahl.« »Hm«, machte Gordian bedrückt. »Viele sehen das anders. Ich musste mir schon einiges anhören.« »Von wem?« »Na, von unseren lieben Mitschülern«, sagte Gordian verachtend. »Etwa aus unserem Haus?« fragte Draco nach. »Aus allen Häusern. Viele haben nur blöd gefragt, warum ausgerechnet eine Hufflepuff? Was ist denn an dem Haus so schlimm?« Sich an die eigene Schulzeit erinnernd und an Bemerkungen seiner Eltern und Verwandten, versuchte Draco für sich selbst eine Antwort zu finden, die nicht von Vorurteilen belastet war. »Ich glaube«, begann Draco, »dass viele denken, in Hufflepuff würde wirklich jeder Schüler aufgenommen werden, der nicht in einem der anderen Häuser unterkommt. Aber das ist meines Erachtens eine Fehleinschätzung. Es ist richtig, dass du für Hufflepuff keine besonders vorhandenen Eigenschaften benötigst, aber du musst bereit sein, fleißig zu lernen und hart zu arbeiten. Sie sind darüber hinaus alle sehr loyal und nicht nur dem eigenen Haus gegenüber.« »Das denke ich nämlich auch«, sagte Gordian zustimmend. »Cedric Diggory war in dem Haus gewesen«, sagte Draco sehr ernst, und er musste nicht erklären, wer der junge Mann gewesen war, denn den Namen kannte jeder aus der Zeitung und man betrachtete ihn als erstes Opfer des damals wieder auferstandenen Voldemort, was dem Verstorbenen einen traurigen Ruhm eingebracht hatte. »Ich habe ihn beim Tränenmagischen Turnier angefeuert.« »Wieso Diggory? Warum hast du nicht Potter angefeuert?« fragte Gordian naiv, denn über die damaligen Rivalitäten zwischen den beiden war er nicht vollständig im Bilde. »Oh, blöde Frage«, entschuldigte sich Gordian. »Du warst ja früher nicht auf seiner Seite. Ich meine, du warst ja ein...« Gordian seufzte und murmelte. »Verdammt, Fettnapf.« Draco stieß amüsiert Luft durch die Nase aus, bevor er sagte. »Mit Potter habe ich mich aus genau den Gründen, die du dir denken kannst, früher mich nicht so gut verstanden.« Kaum hatte man von ihm gesprochen, kam Harry am Tisch der Slytherins vorbei und stoppte bei Draco und Gordian. Grüßend nannte er die beiden beim Nachnamen und wünschte ihnen einen guten Morgen, bevor er Draco, der die beiden sprechen wollte,
darüber in Kenntnis setzte. Miss Granger ist jetzt bei mir. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Malfoy, dann können Sie uns nach dem Frühstück aufsuchen. Harry hasste es, von Hermine als Miss Granger zu sprechen, und er mochte es nicht, in der Öffentlichkeit Draco mit Mister anzureden. Aber das waren die Regeln. Ja, Professor Potter, ich werde kommen, bestätigte Draco dankend. Mit einem Lächeln auf den Lippen nickte Harry, bevor er die beiden allein ließ, um die große Halle zu verlassen. Mit wenig Abstand folgten Hermine und Remus, die sich angeregt unterhielten, und direkt hinter ihnen ging Severus, der sich, was man an seinem Gesicht ablesen konnte, darüber zu ärgern schien, dass die beiden beim Gehen so trödelten. Er konnte auch nicht einfach an ihnen vorbeigehen, weil dafür kein Platz war. Schmunzelnd sagte Gordian leise zu Draco: Naja, Slytherin ist nicht nur mit Hufflepuff gut bedient. Wie meinst du das? Wollte Draco wissen. Ich meine natürlich Snapes Schülerin. Da Draco nicht zu verstehen schien, erklärte Gordian flüsternd: Sie schleicht mitten in der Nacht aus seinen privaten Räumen. Und zwar nur mit Nachthemd bekleidet. Dracos Augenbrauen verschwanden aus seinem Gesicht, weil sie sich in der Nähe des Haaransatzes verstecken wollten. Ich dachte, du wusstest das, fragte Gordian unsicher, denn es war ihm bekannt, dass sein Schulkamerad das Patenkind des Zaubertränkelehrers war und sie sich privat sehr gut kannten. Das müssen Gerüchte sein, winkte Draco nach einem kleinen Schock ab. Genau wie das Gerede, dass er ein Vampir wäre. Das ist kein Gerücht, versicherte Gordian. Das mit dem Vampir schon, hoffe ich zumindest. Aber Sie? Gordian nickte zu Hermine herüber, die gerade an der großen Flügeltür stand, welche ihr von Severus geöffnet wurde. Habe ich selbst gesehen, im Nachthemd, an seiner Tür, direkt neben ihm stehend. Sich beruhigend, weil diese Information ihn innerlich tief getroffen hatte, atmete Draco tief ein und aus. An deiner Stelle, Gordian, würde ich diese Beobachtung nicht streuen, selbst wenn sie wahr sein sollte, gab Draco als gut gemeinten Ratschlag, bevor er sich sein Pergament auf dem Tisch zurechtschob und wieder zu zeichnen begann. Was machst du da? Fragte Gordian neugierig. Das ist ein Raum in meinem Haus. Ich will ihn ändern, erklärte Draco knapp. Gedankenverloren blickte Draco auf und zum Eingang hinüber, an welchem Severus stand, der Hermine höflichkeitshalber die Flügeltür offen hielt. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.